Ich bin meistens fürs Aufwärmen zuständig, dann für die kompletten, sag ich mal, Dehnung und Stretching-Geschichten. Ja, und natürlich dann für das Stabilisationstraining. Das ist das, was die Spieler nicht so gerne machen. Ja, und dann natürlich auch für das Sprint- und Schnelligkeitstraining. Anti ist ein fester Bestandteil vom Trainerteam und ich kenne ihn ja jetzt schon, habe ihn ja schon letztes Jahr kennengelernt und auch schon zusammen gearbeitet und ich denke, er gehört genau mit dazu, wie alle anderen auch. Und er integriert sich super und gibt sich Mühe, jeden einzelnen Spieler fit zu bekommen, auch immer in der Vita und wieder ranzuführen mit den zwei Physios zusammen und deswegen ist er einfach auch ein wichtiger Mann. Athletiktraining ist sehr, sehr wichtig. Man sieht es ja bei der Weltmeisterschaft. Selbst Mehmet Scholl sagt ja, dass sein Fußball nicht mehr so ist, wie er mal war, weil es zu athletisch wird. Athletiktraining spielt eine sehr große Rolle, weil es wird immer mehr gelaufen. Die Läufe werden immer schneller und die Aggressivität steigt. Und da brauche ich ja einen sehr hohen, durchschnittlichen Athletikstand in der Mannschaft. Wir haben im Vorfeld des Trainingslagers isokinetische Tests gemacht. Das sind dynamische Kraftmessungen der Beinstreck- und der Beinbeugemuskulatur im Rechts-Links-Vergleich. Und wir haben eine isometrische Kraftmessung der Rumpfmuskulatur gemacht, wo wir einmal die Beugung des Rumpfes und die Streckung des Rumpfes getestet haben. Ja, und haben die Ergebnisse im Vorfeld des Trainingslagers ausgewertet, um einmal einen Mannschaftsschnitt zu bilden und dann ganz individuell auch auf einzelne Spieler zuzugehen, um diese dann in ihren persönlichen Defiziten dann zu trainieren oder trainieren zu können in die Saison hinein auch.